glaube, dass diese Community itmitte.de dafür sorgen kann, dass den jungen Menschen oder den Fach- und Führungskräften einfach klar ist, dass es Karrieremöglichkeiten in Mitteldeutschland gibt. Und die Information zu transportieren, das ist sicherlich das Wichtigste auf diesem Portal, dass man also sieht, man kann seine Zukunft auch langfristig hier in Mitteldeutschland planen. Was hat sich für Sie persönlich verändert, mit diesen modernen Medien umzugehen? Diese Transparenz, eigentlich ist ja eher ein Geheimtipp, so ein Fachmann ganz für sich oder für das Unternehmen dann als zu headhuntern. Was ändert sich auch in der Kultur, im Miteinander? Ich glaube, also für mich war es ein persönlicher Lernprozess, weil ich selber aus der Old Economy komme. Das heißt, wir sind groß geworden mit Printmedien, in denen wir unsere Positionen, unsere Jobs gesucht haben, über Empfehlungen, über andere Möglichkeiten wie Jobmessen. Und dies ist einfach eine neue Variable dazu, die wir nutzen müssen, weil wir sonst die Zukunft unserer neuen Generation verpassen, denn die ist viel, viel fitter als wir vielleicht auch schon im fortgeschrittenen Alter dabei. Das heißt, dieses Portal hat mir auf der einen Seite die Möglichkeit gegeben zu üben, das heißt, wie geht man eigentlich mit modernen Kommunikationsmitteln 2.0 um und das in einer Form, in einer Marke, nämlich itmitte.de, das ist schön. We'll be right back.